So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Video meines Let's Plays in Mountain Blade mit Feuer und Schwert. Und was mir immer wieder auffällt, jetzt ist seit neu, also, das heißt seit neuesten, ist mir einfach mal darauf geachtet, dass ich, wenn ich früh aufnehme, gerade aus dem Bett komme, dass meine Stimme da ein kleines bisschen tiefer ist, als wenn ich abends aufnehme oder nachmittags. Aber naja, muss ich noch mal drauf achten. Zumindest ist das irgendwie mein Eindruck. Ja, das letzte Mal. Die letzten Folgen sah es ja nicht so gut aus. Die Schweden wurden ganz schön zurückgedrängt und wir haben ja auch uns an die Generäle gewandt und gefragt, wie der Krieg läuft. Und die meisten von ihnen meinten ja, dass das gar nicht gut aussah. Und mittlerweile geht das hier wieder ein bisschen voran. Wenn wir jetzt nochmal fragen, wie es aussieht. Nun ja, Fürst Wilhelm der Siebte. Berichtet mir vom Krieg und wir fragen hier danach. Wir haben 16 Streitkräfte und die Moskowiter haben 21. Klar, die haben ein bisschen mehr. Aber 5 Streitkräfte hat man schnell geschlagen. Und bei den anderen Fraktionen sieht man ja hier, ist es gleich auch. Also nur die Moskauer müssen wir jetzt etwas mehr bekämpfen. Und ich habe überlegt, ob ich mir doch vielleicht mal einige Dörfer schnappe hier zum Plündern. Müssen wir mal gucken. Ja. So. Wie sieht es eigentlich aus mit dem? Plus 3 haben wir für den. Ach, jetzt hat er eine Aufgabe. Ich habe auch eben schon nachgefragt. Und der will steuern. Die Aufgabe. Ich lese diese Aufgaben nicht mehrfach durch, weil ich habe sie einmal vorgelesen. Das ist immer diese Steuermission. Und naja, das würde sonst ewig dauern. So, und Kai Gustav fragen wir auch gleich nochmal. Ich vergesse nie, wie wir gemeinsam Burg Zwinsk fingen. Es ehrt mich, an eurer Seite gefochten zu haben. Und ne, für den mache ich keine Nebelaktion. So, und Freunde kann man sogar dazu auffordern, einem zu folgen. Also die letzte Folge, oder die letzte, ja, das letzte Mal haben wir hier erfolgreich fest Burg Zwinsk und Dorpa zurückerobert. Beide Siedlungen, die an den Feind verloren gegangen sind. Jetzt wird eigentlich nur noch Festung Dünaburg. Und ich hoffe, dass ich bald wieder mal an mein Erspartes rankomme. Weil wir haben eigentlich gigantische Einlagen in Riga. Da kommen monatlich jetzt mittlerweile 5000 zusammen. Wir haben aktuell Ausgaben von 392 an wöchentlichen Kosten. Das ist wirklich sehr, sehr gering. Wenn man das mal monatlich hochrechnet, das ist wirklich ein Bruchteil. 1600 Ausgaben. Wir sind also weit über den Ausgaben, die wir monatlich haben. Also wir haben Einnahmen dadurch. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die ein bisschen beschützen, weil hier wird schon wieder alles belagert. 56 Mann, die sind nicht gut besetzt, diese Festungen. So, deswegen begleiten wir hier am besten Karl Gustav. Der verfolgt nämlich gerade Moskauer hier. Aber es läuft aktuell eigentlich kein Feldzug, ne? Gucken, wo der hin will. Weil hier fühle ich mich im Alpha ziemlich wohl. Ich meine, wie gesagt, es sind fast 500 Mann, die wir hier haben. Uiuiui. Er sollte aber eher auf die Moskauer gehen, weil die das Kosaken-Hetmanat ist ja auch im Krieg mit dem mit der Krim oder mit dem Krimkanat. Und Krummgeplänke hier, es lohnt sich aktuell echt nicht, weil wir hier im Kreis rennen eigentlich nur. Er verfolgt ja wirklich nur diese eine Armee. Und das ist eine 22er, es lohnt sich halt wirklich nicht. Naja, ich folge trotzdem mal. Vielleicht kommt es endlich mal zur Schlacht. Das ist wirklich ein Rumgeplänk. Er hat es halt wirklich nur auf diese eine Armee abgesehen. Aber jetzt hat er eine 147er Armee. Da ist wieder die 22er. Das muss doch jetzt bald mal zur Schlacht kommen.
Oh ja, jetzt hat er ihn aber in die Enge getrieben. Ja, jetzt kommt es zur Schlacht. Oder? Nee. Was ist denn das hier? Diesmal sind wir jedenfalls rechtzeitig beim Feldzug hier da. Und ich habe meine Truppen gesammelt. Dadurch steigen die Beziehungen. Jetzt müssten sich eigentlich auch die anderen Generäle sammeln. So, ist das schon eine Aufgabe für uns. Diesen Aufgaben tue ich mich immer ziemlich schwer. Ilginzi, Polocci und Ackermann sollen wir ausspähen, okay. Gucken. Polocci, Ilginzi. Also hier ist Ackermann. Lonchi. Hier haben wir Inzi. Wo ist Polonchi? Können wir einfach nachschauen. Polonchi. Okay. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht dem Feind hier in die Arme reite. Bin ja recht mobil hier. So. Das haben wir entdeckt. Das müsste eigentlich zählen. Jetzt reiten wir noch nach Inchi. Jetzt müssen wir erstmal noch nach Ackermann. Müssen aufpassen. So, das müsste auch zählen. Den haben wir also auch entdeckt. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen mit der Festung. Da reiten wir lieber einen großen Bogen. Muss ja nicht sein, dass jemand drin ist, aber... Ja, und jetzt hat es funktioniert. Jetzt haben wir das alles ausgeschaut und Kundschaft. Und jetzt müssen wir schauen, wo die aktuell belagern. Ah, hier. Das ist relativ wahrscheinlich, dass dort dann die Schweden sind. Oder? Nee. Hier ist das Krimkanat. Wo sind die Schweden? Wo könnten sie sein? Da könnten sie auch sein. Nee, hier ist die Krim. Wo sind die Schweden? Da wir gleich mal hier sind, vielleicht finden wir ja hier irgendwo den König. Ah, hier haben wir ihn sogar. Perfekt. Und ich habe ja hier den Brief noch für ihn. Das ist Zufall. So, und tschüss. Oh, hier haben wir auf alle Fälle eine Schlacht. Einfach mal, wir können ihn ja gleich mal fragen, wo der Feldzug sich aktuell aufhält. Nein. Aber ich will wissen, wo der König ist. Sparas, oh, da waren wir ja schon mal. Sparas, war das nicht hier? War das nicht hier irgendwo? Ja, tatsächlich. Polen. Ah, okay, der König ist wirklich in der Festung anscheinend. Ich würde es ja fast mal. Komm, wir greifen den jetzt mal an. Müsste den ja eigentlich einholen, oder? Ja. Ah, ne, auf der anderen Seite hat sich noch eine andere Armee angeschlossen. Ja, der hat sich auf gegnerischer Seite angeschlossen. So, wir haben die Aufgabe erfüllt für Karl Gustav. Ihr gebt einen guten Speer ab. Fürst Wilhelm VII. Mein Bote hat mir gerade die Berichte von eurer Arbeit in Ilginzi, Bolocci und Ackermann überbracht. Gut gemacht. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Namen. Das klingt ja jetzt nach Abenteurer. Hm.
Es war mir ein Vergnügen, Herr. Was macht der Krieg? Okay, aber wir haben schon wieder eine Streitmacht mehr hier mittlerweile. Wir haben 17 Streitmächte. Ja, die Steuern eintreiben, das können wir dann machen. Wir bleiben jetzt erstmal hier in der Nähe von ihm. Ihr findet gerade eine. St Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ihr findet irgendeine eine Schlacht statt. Ich weiß mal nicht, welche Schlacht. Festungsbaras. Ja, die Festung hier gehört aber zum Krimkanal. Ich verstehe, ich blicke hier echt nicht mehr durch, was hier gerade passiert. Bei Karl Gustav steht einfach nur daneben. Das ist quasi hier eine Belagerungsschlacht auf die Festung. Der höchst merkwürdig. Also die Festung wurde tatsächlich belagert von den Kosaken. Die wurde belagert von den Kosaken und die greifen jetzt an. Und wir stehen einfach nur daneben und warten eigentlich hier auf das Endergebnis. Hier sind nämlich gerade fast alle kosakischen Generäle dabei, oder mindestens die Hälfte. Obrist Lukian Mozira, Obrist Prokop Schumeiko, Les Grinschko, Fjodor Lubada, Timofli Nosatsch, Wasil Solotarenko, Bogan Hamenitsky. Also man muss wissen, die können auch durchaus die Seiten wechseln, die Generäle. Also in Mountain Blade Native war das zumindest so. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es hier auch so ist. Die können ja auch in Gefangenschaft geraten. So, wir warten jetzt eigentlich erstmal nur ab. Noch begleiten, dann kann ich nämlich vorspulen. Ja, man sieht es hier auch schon. 67, 58, 47, 39, 36. Und die werden die Stadt gleich erobert haben. Ja, jetzt haben sie es erobert. Jetzt könnte wahrscheinlich hier eine relativ große Schlacht beginnen. Oh, warte mal, erstmal ist hier noch eine Schlacht. Da müssen wir gleich hinterher. Aber hier haben wir 120. Ne, das lassen wir lieber mal. Wäre vollständig unterlegen. Weil es jetzt wirklich Sinn machen würde, die Festungsbaras einzunehmen. Oh, die Moskowiter haben der polnischen Republik den Krieg erklärt. Das ist natürlich jetzt eine gute Nachricht für uns, weil die Polen haben ja bisher noch gar keinen Feind gehabt. Und das heißt, die werden sich mit sämtlichen Streitkräften jetzt auch auf die Moskauer konzentrieren. Okay. Bleiben Bestandteil des Feldzugs. So, was man ja wissen muss, wenn man in einem gewissen Bereich ist, kann man quasi auch die Armeen, die kann man auch die Armeen mit reinziehen in den Kampf, die daneben stehen. Die Frage ist jetzt, ob Karl Gustav hier beigetreten ist. Ich vermute nämlich mal nicht. Würde ich gerne mal nachschauen. Ja, hier sieht man es jetzt nämlich. Mirzajele Schi ist auf der Schlacht auf gegnerischer Seite beigetreten. Also drei feindliche Generäle und Karl Gustav auf meiner Seite. Ich glaube, ich würde das sogar mal probieren jetzt. Wir haben 331 Truppen gegen 473. Ich bin aber durchaus überzeugt, dass wir das gewinnen können. Musketen stellen wir hier auf. Berg der nur Musketen. Aber der König hier, der schwedische König, hat viele, viele Reiter dabei. Hier im Sonnenaufgang.
Da kommen die Musketen. Aua. Boah, 41 Schaden erlitten direkt. Alter, tut das weh. Schlägt auch voll schnell zu halt. Wow. Geil. Okay, das lassen wir lieber mal. Ich glaube, ich habe mich doch wieder auf Fernkampf einstellen. Ich packe meine Muskete rein. Das kann nicht schaden. Ah, und jetzt haben wir quasi einen anderen, weil der in der Nähe war, auch in den Kampf quasi dazu geholt. Und jetzt haben wir, müssten wir eigentlich ganz klar im Vorteil sein mit unseren Truppen und den Truppen von Karl Gustav. So. Ja, die Musketen sollen mal hier Stellung aufnehmen. Und die Scharfschützen sollen in F2. Zwei Reihen formieren. Bisschen enger. So. Zusammenrücken. F7. Jetzt ist hier gerade. Ah, jetzt habe ich gerade einen Hotkey aktiviert. Habe ich gerade meinen Streaming-Hotkey aktiviert. Das war sicherlich nicht die schlauste Idee. Also diese Formationsbefehle, die lasse ich lieber mal in Zukunft. Ja, das werde ich mal in Zukunft lassen. Können wir eigentlich durch diesen Baum hier durchreiten? Nee, bei dem anderen ging das hier, glaube ich, gerade. Nee, mehr auch nicht. Okay, dann lasse ich das mal mit F7. Ja, F7, F8 sind meine Stream-Hotkeys. Stimmt. Es läuft aber ziemlich gut hier gerade. Auch die Musketiere machen einen hervorragenden Job. Ich glaube, alles, was ich machen muss, ist, die eigentlich nur zu beschützen. Pferd ist mittlerweile auch ziemlich schnell. Was haben die für ein Pferd? Das sind sogar Rennpferde. Würde ich mal gerne kurz nachschauen. Ah, es ist Steppenpferde, ja. Und diese Steppenpferde sind verdammt schnell. So, da kommt ein bisschen Verstärkung. Ah, meine Musketiere werden hier gerade fertig gemacht. Dass hier ein paar Piken noch drin sind, aber das tut natürlich der Infanterie überhaupt nicht gut. Ah, Mist. Tot. So viel dürfte eigentlich gar nicht mehr kommen. Ja, das machen wir automatisch jetzt. So, und wir können ziemlich viele Truppen übernehmen. Komm, wir machen jetzt mal eine recht durchwürfelte Armee. Da muss ich aber nicht neu anheuern, das ist mir jetzt auch ganz recht. Echt so die günstigste vom Krieg zu finden, die man immer wieder die Gefangenen befreit und mit diesen Gefangenen dann einfach seine Armee aufbaut. Hier selbst so eine arme Kosaken. Ich meine, wenn der kann auch einen Kill machen. Sonst hätte er die ganze Kavallerie rein. So. So.
Dorpat wird belagert. Und er will wieder eine Aufgabe an uns übergeben. Wir müssen ihm Vieh bringen. Dann warten wir, bis er in der Nähe von dem Dorf ist. Er bleibt jetzt dort. Wenn er jetzt dort stehen bleibt, wäre das ziemlich gut. Wir gehen mal ins Dorfzentrum. War ich ja lange nicht mehr. Ich sehe auch aus wirklich wie so ein verarmter Söldner hier. Also deswegen kann man dann sehe ich nicht gerade aus. So, wo ist der Dorfälteste? Hier, das müsste ja sein. Hallo. Ich möchte Vorräte kaufen. Einige Rinder. Eins können wir erstmal nur kaufen. Ich hoffe, der bewegt sich nicht weg. Vier. Wie viel war? Sechs. Sollen noch eins mehr. Lieber mal zwei. Ich weiß nicht, ob die anderen mir noch hinterher rennen. So. So. Und das, die anderen kamen auch noch hinterher. Perfekt. Die Aufgabe haben wir auch erledigt. Das heißt, dann können wir die noch schlachten. So. Ich glaube, die Sachen, die oben liegen, sind immer die ersten, die verbraucht werden. Hier genau. Alles, was unten liegt, wird später verbraucht. Also, wer das nicht wusste, auch ganz interessant. So, was ich jetzt noch machen werde. Hier. Die könnte jetzt eigentlich mal. Wir haben ja hier noch diese Robe. Die ist echt. Die hat einen verdammt guten Körperschutz. Einen Helm haben wir noch. Ich glaube, die Keule können wir mittlerweile auch. Naja, wir lassen sie erstmal dort. Noch Handschuhe irgendwo aufgehoben? Nee, habe ich nicht. Vielleicht noch ein Schild statt der Axt. Halbwachen-Kamisol, ne? Das ist ziemlich gut. Ich glaube, dem muss ich da nicht weiter was geben. Wird halt eigentlich alles. Lissay. Elf, 2. Da ist seine Rüstung auch deutlich besser. Gut, dann muss ich da auch nichts machen. Wir sammeln hier oben die Kleider. Holzfäller Axt verkaufe ich dann. Ich glaube, die haben wirklich alle bessere Rüstungen. Ja, mittlerweile schon. Aber wo ist eigentlich mein Priester? Mein Priester ist nicht mehr da. Hat er die irgendwie die Gruppe verlassen? Das fällt mir jetzt erst auf. Der Priester ist nicht mehr da. Deswegen haben wir auch so hohe Verluste immer. Okay. Das müssen wir unbedingt, da müssen wir uns drum kümmern. Wir müssen den Spartukukowski wiederfinden, den Priester. Oh oh. Na, wird er hier bleiben? Bleibt er hier? Muss ich dem immer noch folgen eigentlich? Achso, wir müssen, das Vieh haben wir ja zu ihm gebracht. Fürs Willen der Siebte, mein Quartiermeister, hat mir berichtet, ihr hättet das Vieh geliefert. Ich weiß nicht, ob ich die Köpfe oder die Schwänze zählen soll. Jedenfalls sind es 6 Stück Vieh. Ich bin beeindruckt. Steht zu Diensten. Unterstützung haben wir mittlerweile sogar. Tja, ich frag mal nach. Taverne? Vielleicht haben wir hier einen Reisenden. Wir müssen den Priester wiederfinden. Lösegeldvermittler.
Carlson. Ich hole ihn erstmal wieder in die Truppe rein. Gucken, ob der. Vielleicht hat er auch gar keinen Stress mit den Kandidaten, die wir aktuell haben. Okay, er fliegt wieder. Achso, erstmal will ich gucken, ob er vielleicht noch irgendwelche wichtigen Gegenstände hat. Ein altes, kurzes Breitschwert. Das klaue ich ihm sogar mal. Den Rest kann er haben. Und wir schicken ihn wieder weg. Der macht Stress mit unserer Truppe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich verabschiede mich jetzt. Ich werde ihm nicht weiter folgen. Weil der belagert Festung war und er hat 238 Mann und die Festung hat 178 Mann, das ist viel zu gefährlich. Kriege ich euch? Ja. Die holen wir uns mal, die gepanzerten Kosaken. Bisschen Ausrüstung. Vielleicht, ich meine, man hat immer die Chance, dass man da wirklich richtig gute Ausrüstung bekommt. Besser als die wir schon haben. So. Wow, 3 Schaden habe ich zugefügt. Danke. Na, ein Musketier hat ihn erwischt. So, der Rest muss Infanterie sein, sonst würde es nicht so lange dauern. Okay, Kavallerie zum Angriff. Haben wir überhaupt noch einen schwedischen Reiter eigentlich? Nee. Die sind alle verloren gegangen. Naja, Dragoner reichen aus. Und unsere Helden sowieso. Aber wir hatten unser Schild, da sieht man, wie effektiv so ein Schild ist. Und wir haben 2-mal geflügelte Husaren, ganz viele Dragoner, das hat sich gelohnt. Und den Säbel nehmen wir mit. So, wir müssen diesen Priester wiederfinden. Das hat jetzt oberste Priorität, das heißt, ich brauche erstmal einen Reisenden. Ich brauche einen Reisenden, um den ich... Ja, hier haben wir einen, perfekt. Hier haben wir noch Söldner. Roxana haben wir hier. Will ich das mit der nochmal probieren? Komm, wir holen sie nochmal rein. Vielleicht kommt die ganz gut aus mit unseren anderen Kandidaten. Ja, ich frage mich, warum der Priester abgehauen ist. Ich suche einen Priester. Priester Spasokukotski. In Pleskau, okay. So, und mit den anderen versteht sich die Truppe ja nicht. Aber den müssen wir wieder zurückholen. Ganz wichtig für uns. Vor allem, der sammelt ja auch keine Erfahrung aktuell dadurch. Pleskau. Oh, der ist... Oh Mann, das ist echt blöd, dass der in Pleskau ist. Hier haben wir noch eine Karawane. Die überfalle ich mal schnell. Kavallerie mir nach. Musketiere. Angriff. Und Kavallerieangriff. Hä? Was ist das denn hier für eine? Ah, das ist unser Banner, ja, ich wollte gerade schon sagen. Die anderen sind nur grün, weil ich die gerade ausgewählt habe.
Na, dann mache ich mit dem Säbel jetzt wieder nicht One-Hit, was ein bisschen blöd ist. Das kann ich auch. Ah, das sind noch ein paar Helle, was ihr seid, ne? Ich hatte schon mal eine bessere Knarre hier, ne? Eine bessere Kanone. So, das war's. Mal gucken, was die Beute ist. Gewürze aus dem Orient. Ein Pferd, Säbel, Karabiner. Ah, ich sind da nicht. Naja. Und wir müssen irgendwie nach Polotsk. Vielleicht zieht er ja auch bald wieder um. Das wäre das Beste überhaupt. Ist das eine Hauptstadt? Ja, Minsk. Man sollte vielleicht auch mal schauen, wo man hinreitet. Hier Söldner. Tja, wie komme ich eben nach Pleskau rein? Ihr habt eure Befehle nicht ausgeführt und habt Karl Gustav nicht gehorcht. Zornig wirft ihr euch aus der Armee und warnt euch scharf, dass eure Taten nicht vergessen sein sollen. Der hat ja eigentlich noch diesen Feldzug gehabt, aber es war einfach sinnlos, weil es ist kein anderer gekommen. Es ist ja kein anderer gekommen. Und die Stadt hätten wir also niemals erobern können. Jetzt bin ich hier in eine feindliche Armee reingerannt. Das könnte sein, dass die sich sogar mit den anderen versteht. Bin mal gespannt. Ich muss in die Stadt rennen, aber ich darf nicht erkannt werden, ist das Problem. Mache ich jetzt. Ich habe ja nicht viel Geld, aber ich kann auch nicht viel verlieren. Eine bessere Idee. Wir machen es so. Ich ziehe die ganzen Sachen aus. Mein Pferd ist auch schon wieder lahm mittlerweile. Und ich gebe das alles einem Truppenmitglied. Hier, der kriegt das erstmal alles. Weil dann kann ich nichts verlieren. Ich habe sogar deutlich bessere Säbel, die ich verwenden kann. So. So. Jetzt habe ich eigentlich nichts, wodurch ich irgendwie erkannt werden könnte.
Aber ich brauche den Priester, wir probieren's. Nicht mal mehr ein Pferd, eigentlich dürfte ich jetzt absolut nicht auffallen. Ah, Mist. Wir sind aufgefallen. Ich muss sagen, das ist echt so eine richtig schwierige Situation hier. Weil, auch wenn ich mich jetzt Städter verkleide, ich werde immer wieder entdeckt. Das ist ziemlich schwierig. So. Oh ja, sehr gut. Mist. Den haben wir auch. Sehr gut. Haben das schon alle? Wenn ich das jetzt schaffe, dann bin ich hier in der Festung drin. Hier muss noch irgendwo noch ein Musketier stehen. Ja, da steht einer. Wir haben es geschafft. Mist. Sehr gut, das haben wir auch. Oh, wir haben es wirklich geschafft. Eieieiei. Da bin ich wirklich überglücklich zu dem Priester. Es ist gut, euch lebend wiederzusehen, Herr. Ich hatte das Schlimmste befürchtet, dass ihr vielleicht in Gefangenschaft geraten seid. Oder gar erschlagen werdet. Doch ihr seid stark, wie ihr und je. Was meint ihr? Wollt ihr mich wieder in eure Truppe aufnehmen? Willkommen zurück, mein Freund. Sarabun ist auch hier. Okay, sehr schön. Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh, Meister, ich ertrage einiges. Doch keine Hexe im Trupp. Diese Schamanenstücke von Oksana missfallen mir. Sagt Oksana, dass ich euch in dieser Sache unterstütze. So, der kommt wieder nach oben. Und... ja. Und dann werfen wir doch wieder aus dem Trupp raus. Tschüss. An der Stelle möchte ich mich verabschieden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich packe das Pferd erstmal wieder rein, damit wir ein bisschen schneller sind. Weil es macht schon einen Unterschied mit dem Pferd. So haben wir nämlich 6,2. Und ohne das Pferd haben wir nur... haben wir auch 6,2, okay. Macht doch irgendwie keinen Unterschied. Dann möchte ich mich verabschieden. Wir haben unseren Priester wieder, haben uns erfolgreich aus Bleskau rausgekämpft oder reingekämpft. Und ja, dann bedanke ich mich hier. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euch noch einen angenehmen Tag.